Ja, es ist Punkt 7. Ich freue mich, dass Sie wieder alle mit dabei sind heute Abend. Guten Abend erstmal von meiner Seite. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Webinarrunde Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ja, das Thema heute Abend, The Big Picture, technische Marktanalyse, strategische und taktische Einschätzung der Finanzmärkte. Ein langer Untersatz. Ja, heute wird wieder zu Gast bei uns Franz-Georg Wenner sein, oder er ist zu Gast heute von Feingold Research. Und das hat er die Woche oder vergangene Woche schon häufiger gehört. Er ist trotz seines Bandscheibenvorfalls bei uns, und das muss man wirklich, da muss man wirklich sagen, Chapeau. Und er ist immer super besucht bei uns im Webinar, viele Teilnehmer, und da freuen wir uns umso mehr, dass er heute es doch noch geschafft hat, irgendwie die Zähne zusammenzubeißen und bei uns zu sein. Also ganz lieben Dank schon mal an dieser Stelle. Ja, für Spannung wird auf jeden Fall wieder gesorgt sein, aus erster Hand Analysen. So viel kann ich versprechen. Ja, zu meiner Person. Mein Name ist Markus Landau, bin hier bei der DZ Bank Derivate-Experte und übernehme wie gewohnt die Moderation. Ja, die Aufwärtsdynamik an den globalen Börsen ist ungebrochen hoch, und der Nasdaq 100 hat als erster Index jetzt gerade vor kurzem neue historische Bestmarke erreicht. Und hinzu kommt natürlich, dass auch viele andere Indizes jetzt die 200-Tage-Durchschnittslinie nach oben hin durchbrechen, was ein positives Signal für langfristigen Aufwärtstrend widerspiegelt. Damit zeichnen sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann weitere Kurssteigerungen ab. Aber klar ist natürlich auch, dass es so gezogen am Faden nicht weiter nach oben gehen wird, sondern dass es immer wieder mal zu gewissen kleinen Korrekturen kommen werden muss und auch kommen wird. Denn der ein oder andere Anleger wird sicherlich Gewinnmitnahmen präferieren. Ja, die Volatilität, die meisten von Ihnen sind ja da total im Bilde, die hat sich natürlich auch wieder weiter zurückentwickelt und ist zurückgekommen. Für Sie nur mal einfach zur Einordnung. Ja, im März hatten wir noch eine DAX-Volatilität der VDAX New bei 90, über 90 gestanden. Aktuell sind wir wieder bei ungefähr 30 angekommen, und Vor-Corona-Niveau war hier bei 15. Ja, die Volatilität ist natürlich ein Parameter, der vielleicht nicht bei den Knockout-Produkten, aber bei vielen anderen Anlageprodukten und auch bei Optionsscheinen sehr, sehr wichtig ist in puncto Pricing. Wie kann man etwas darstellen? Wie ist das Produkt gepreist? Welche Puffer gibt es? Welche Renditen? Welche Puffer, hatte ich schon gesagt, lassen sich darstellen. Also wir sind hier wieder deutlich zurückgekommen. Und ja, die Volatilität ist, wie gesagt, ein Stimmungsbarometer und spiegelt dies auch mal wieder. Ja, Franz Georg versucht, den aktuellen Stand an den Kapitalmärkten heute für Sie wieder wie gewohnt zu analysieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein gemeinsames Webinar und springe dann sofort zur ersten Übersichtsfolie. Was steht auf der Agenda heute? Wie sieht unsere Agenda heute aus? Ja, zuerst einmal eine Ankündigung zum zweiten Börsentag online. Was sich dahinter verbirgt, erkläre ich gleich. Aber Hintergrund ist hier, dass Corona-bedingt ein weiterer Börsentag in Düsseldorf ausgefallen ist, abgesagt werden musste und deshalb alternativ geschwenkt wird auf die Online-Version, also über das World Wide Web. Dazu aber gleich mehr. Ja, Franz-Georg gibt uns am Anfang wieder einen Gesamtüberblick über die verschiedenen Märkte, Assetklassen, und ich glaube, wir werden mit einer Stunde wieder knapp bemessen sein, müssen natürlich dann auch wieder, oder er wird den Fokus auf den ein oder anderen Basiswert legen. Natürlich gibt es auch wieder zwei Produkte, die er mitgebracht hat. So viel kann ich sagen. Es sind zwei Discount-Optionsscheine. Dazu aber auch dann mehr. Und wir springen jetzt gleich zu den rechtlichen Hinweisen, die ich am Anfang immer vorlese. Und ja, Fragen versuchen natürlich zwischenzeitlich oder am Ende zu beantworten, am besten interaktiv. Ja, das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten. Und alles, was wir hier im Webinar zu Hebelprodukten besprechen, dient lediglich zu Demonstrationszwecken, ersetzt keine Empfehlung und auch keine Beratung. Und Sie lesen es hier, die roten Schlüsselwörter sind entscheidend. Es kann mit Hebelprodukten ein Totalverlustrisiko entstehen, und Sie sollten auch das Emittentenrisiko oder die Emittentenbonität immer einen Blick haben, denn es kann auch schnell wieder mal drehen und man weiß nie, was passiert. Ja, habe ich irgendetwas vergessen? Ich glaube,
Wir haben nichts vergessen, deswegen würde ich jetzt in dem, ach nee, wir kommen jetzt, Entschuldigung, jetzt sehe ich es erst, Ankündigung Online-Börsentag, das hätte ich fast übersprungen. Hier die Folie dazu, eine Einladung für Sie, es ist kostenfrei und findet am kommenden Samstag, dem 13. Juni zwischen 10 und 13 Uhr statt. Das ist eine verkürzte Version, also geht nicht den ganzen Tag. Da wird es Live-Vorträge geben und sechs Börsenprofis, die jeweils so ungefähr eine halbe Stunde Slot bekommen werden, also ungefähr eine halbe Stunde pro Referent. Mein Kollege Falco Block ist dann auch mit dabei online. Um 12 Uhr hat er einen Slot und da geht es um das Thema ja, Wirtschaft ganz unten, Kurse ganz oben. Was wird jetzt aus dem DAX und Co.? Und die Themen, die Sie erwarten auf dem Börsentag oder Online-Börsentag, sind dann Themen wie Kapitalmarktausblicke, ETFs, Gold, Zertifikate, Aktien. Also ich glaube, es klingt sehr spannend. Sie müssen auch nicht anreisen und sich ja, weite Wege zurücklegen, sondern Sie können das an Ihrem PC machen, wie bei unserem Webinar auch. Und die Anmeldung hier unten unterstrichen kann erfolgen zu www.die-börsentage.de/wissen. Und wie gesagt, es ist kostenfrei. Das wollte ich noch erwähnt haben, angekündigt haben. Somit ist da ein Haken dran und ich übergebe nach knapp 6 Minuten an den Franz Georg und ich hoffe, wir kommen gut durch und du hast auch nicht zu große Schmerzen. Du kannst Jawohl. übernehmen. Danke, Markus, für die Einleitung und ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ja, wollen wir das Webinar heute mal schön spannend gestalten und ihr seht es schon vor euch. Ich habe mir so die Struktur des Webinars ein bisschen umgekrempelt eben auch und zwar eine kleine 7-Stufen-Analyse draus gebaut, sodass wir die verschiedenen Themen, die man auch immer mit berücksichtigen muss, auch zusammenführen und nachher dann auch bewerten können insgesamt für ein Fazit. Ich denke, so haben wir dann noch ein bisschen transparenteren Herangehensweise eben auch, wie man die verschiedenen Disziplinen dann auch abwägen kann. Und ja, das mal so als Neuerung jetzt schon mal im Juni mitgebracht. Ich würde sagen, verlieren wir auch nicht viel Zeit und stürzen uns mal rein in den ersten Block. Also Konjunktur, Geld, Fiskalpolitik, ETF-Flüsse, Sentiment, Bewertung, Markt und Charttechnik sind die 7 Stufen, die wir jetzt mal durchgehen werden. Und als erstes mal mit der Konjunktur. Ich denke mal, alle von euch haben es auch mitbekommen, vergangenen Freitag große Augen gemacht, als da die amerikanischen Arbeitsmarktdaten über die Ticker kamen. 2,5 Millionen neue Stellen wurden da geschaffen. Erwartet wurden Minus von mindestens 8 Millionen. Das finde ich wirklich bemerkenswert, was man da in den USA gehört hat. Also auf der einen Seite Lockdown und dann Stellenaufbau. Muss man auch erstmal schaffen. Ich lasse das einfach mal so stehen, wie zuverlässig diese Daten tatsächlich sind. Wir haben es ja auch heute schon gesehen, dass die Arbeitslosenquote wieder nach oben revidiert wurde, weil da ein kleiner Fehler drin war. Intern sagen wir immer, die Zahlen werden sowieso gewürfelt, aber der Markt richtet sich halt danach. Wir sehen, dass es zumindest mal offiziell ganz gut läuft wieder in den USA auf tiefem Niveau. Gerade so in gebeuteten Sektoren wie Freizeit und Gastgewerbe geht es deutlich aufwärts, Einzelhandel, Gesundheit und Bildung. Also es passiert etwas. Ja, es ist nicht alles so rabenschwarz, wie man es sich jetzt befürchtet hat. Und wir sehen es hier bei diesem Konjunkturüberraschungsindex, der ja die tatsächlichen Daten mit den Erwartungen gegenüberstellt. USA ist hier die graue Linie. Das ist der starke Anstieg, den wir hier durch den Arbeitsmarktbericht bekommen haben. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und wir sehen aber auch hier in Europa, es geht zumindest mal langsam nach oben. Hat ein paar ganz gute Daten auch reinbekommen. IFO-Index war besser, Einzelhandelsumsätze, Auftragseingänge, Verbrauchervertrauen noch nicht so richtig. Aber von der Stimmung her, die ist sehr negativ und eigentlich können nur noch die tatsächlichen Daten überraschen. Also von der Konjunktur her kann man schon mal sagen, wir sind so mehr oder weniger unten am Boden auch angekommen und es gibt auch schon erste positive Tendenzen zu erkennen. Das gilt auch, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier mit dem sogenannten Corona-Shutdown-Index. Der schaut sich einfach mal an anhand von mobilen Daten wie Google eben, ob hier Bewegungstrends im Einzelhandel, wie die sind, in Lebensmittelgeschäften, Apotheken, am Arbeitsplatz, ob da wieder eine breite Belebung stattgefunden hat. Und auch hier sieht man eigentlich, jetzt mal abgesehen von den Niveaus von einigen Euro-Südländern, die noch ein bisschen weiter weg sind als hier dieses Vorkrisenniveau, so zumindest mal hier so in wichtigen Industrienationen, USA, Deutschland, auch Frankreich, aktuell zumindest mal eine deutliche Belebung haben. Wir sind noch weit entfernt, insgesamt betrachtet, von den vorigen Niveaus. Das sieht man ja auch, wenn jeder mal durch die Einkaufsstraßen läuft.
so richtig Einkaufslaune möchte da auch nicht aufkommen. Also wer da jetzt gerne shoppen möchte mit einer Maske, ja, mir macht es keinen Spaß, auch nicht in Restaurants, aber es kommt so langsam mal im Schwung. Ja. Der Mittelstand, denke ich mal, kommt auch langsam wieder auf die Beine. Wir sehen also insgesamt von der Konjunktur her eine Stabilisierung mit leichten Aufwärtstendenzen. So kann man schon mal ein Zwischenfazit ziehen. Kommen wir zur wichtigen Sache. Und das sind die Notenbanken, insbesondere natürlich Geld- und Fiskalpolitik zusammen. Und wir haben jetzt zuletzt gehabt die EZB-Sitzung. Die haben ja ihre regulären Anleihekäufe über monatlich 20 Milliarden Euro setzen sie fort. Da gibt es noch dieses tolle PEP-Programm. Und da ist auch richtig PEP drin, kann man sagen. Denn die EZB hat mal eben ihre Aufkaufssumme um 600 Milliarden aufgrund 1,4 Billionen nach oben genommen. Und man kann das Ganze auch noch bei Bedarf natürlich verlängern, sollte es notwendig werden. Es gibt keine Aufkaufkriterien mehr. Damit umgeht man auch so ein bisschen diesen rechtlichen Hürden. Was kann man eigentlich sagen? Die EZB hat inzwischen eine pandemische Liquiditätsversorgung ausgelöst. Aber nicht nur die EZB, auch die anderen Notenbanken spielen hier ganz gut mit. Ihr seht es, das ist eine Fahnenstange. Und das ist jetzt keine Fahnenstange an den Aktienmärkten, die sehen wir gleich, sondern bei den Entwicklungen der Bilanzsumme der Notenbanken der wichtigsten. Die pumpen also wie noch nie zuvor Geld in die Märkte rein. Und es werden rote Linien überschritten wie nie zuvor. Man ist hier ziemlich hemmungslos geworden. Die Amerikaner kaufen ja inzwischen auch schon Unternehmensanleihen schlechterer Qualität, also es wird einfach alles weggekauft. Die Märkte werden mit Liquidität geflutet. Das sieht man hier auch nochmal sehr schön mit dieser blauen Linie. Das ist das, was wir aktuell sehen. Dahinter dann der Weltaktienindex und da muss man nicht großartig Techniker sein. Man sieht es, dass da eine hohe Korrelation ist. Wenn viel Geld von der geldpolitischen Seite, also von den Notenbanken, aber auch Fiskalpolitik in die Märkte reingepumpt wird, dann kann es in die Realwirtschaft fließen, aber es kann natürlich auch an die Finanzmärkte fließen. Und wenn ich da sehr hohe Renditen in kurzer Zeit erzielen kann, dann fließt sehr schnell sehr viel Geld in die Finanzmärkte, insbesondere hier in den Aktienmärkten. Und wir reden hier auch um größere Summen inzwischen. Also Analystenschätzungen zufolge gibt es inzwischen Konjunkturprogramme jetzt schon von umgerechnet 10 Billionen Dollar, die angekündigt wurden. Notenbanken sind mit 8 Billionen Dollar dabei. Also wir haben hier so 18 Billionen Dollar, die jetzt mal frisch in den Markt reingekommen sind. Jetzt haben wir noch die FED-Sitzung, ich glaube, die ist am 10. Juni jetzt, steht jetzt unmittelbar bevor, dann die Bank of England, die Woche danach am 18. Auch die werden sicherlich nachlegen. Es ist wahnsinnig viel Geld da, das sieht man schon allein, wenn man sich den Anleihemarkt anschaut. Ich glaube, Siemens hat jetzt neue Anleihen rausgegeben, Gesamtwert von 4 Milliarden Euro und die hatte Investorennachfrage von 16 Milliarden. Da sieht man schon, die Leute suchen händeringend nach Investitionsmöglichkeiten. Auch noch am Anleihemarkt, bei Unternehmensanleihen, aber eben auch hier am Aktienmarkt. Und es schwingt hier immer noch so ein bisschen auch die Fantasie mit, na, wenn es nochmal runtergeht, dann legen die Notenbanken halt nach. Und wir kennen es hier aus Japan. Die Bank of Japan kauft massiv den amerikanischen ETF-Markt leer, den japanischen. Die Schweizer Nationalbank ist ebenfalls sehr stark mit dabei. Die hält inzwischen knapp 100 Milliarden Dollar an US-Aktien und baut das Portfolio weiter auf, um eben auch den Schweizer Franken zu schwächen und hier zu diversifizieren. Also SNB und Bank of Japan kaufen schon ordentlich am Aktienmarkt. Es ist fast nur eine Frage der Zeit, wann auch noch EZB und FED nachlegen. Dann wird auch hier nochmal ein ordentlicher Schub kommen. Ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt der Fall ist. Aber sollten wir nochmal so einen Crash bekommen, wie jetzt im Frühjahr, und diese Tiefs unterboten werden, dann denke ich mal, werden sehr schnell dann auch diese weitere rote Linie dann überschritten sein. Also wir haben hier zusammengefasst eine massive Unterstützung durch geld- und fiskalpolitische Maßnahmen. Das führt die Märkte nach oben. Und das führt auch zu massiven Verzerrungen inzwischen. Dazu gleich nochmal mehr. Gucken wir uns mal an, was die Investoren so machen. Habe ich hier mitgebracht, die ETF-Flüsse. Ja, Schwellenländeranleihen ein bisschen zurückgegangen. Wir sehen hier so ein bisschen, in europäische Aktien wurde zuletzt aufgestockt. Das sind Zuflüsse drin, US-Aktien auch noch ein bisschen mehr. Also man schichtet hier etwas um. Das sehen wir auch gleich noch ein bisschen deutlicher. Das Interessante ist, dass aus den Geldmarktfonds, wo wirklich sehr viel, ja, ich sag mal, Liquidität drin war, sind ja zuletzt 17 Milliarden Dollar in der vergangenen Woche, glaube ich, abgeflossen. Das ist der größte Abfluss seit längerer Zeit. Das heißt also, schrittweise wird jetzt trockenes Pulver eben aus den Geldmärkten rüber transferiert in die Aktienmärkte. Da will natürlich jeder nochmal mitspielen. Das ist insgesamt schon mal ein ganz positives Signal, denn von dieser Seite kann auch noch mehr Kapital rüberkommen.
Was macht das Sentiment? Und hier mal so ein bisschen exotischere Herangehensweise an das Sentiment. Ich habe mir mal angeschaut, was haben eigentlich die amerikanischen Verbraucher mit ihren Stimulierungschecks gemacht, die sie bekommen haben von der amerikanischen Regierung. Das zeigt die Grafik hier links, diese Übersicht. Das ist ganz interessant. Ja, es wurde durch fast alle Einkommensklassen hinweg in Savings reingesteckt, also Ersparnisse aufgestockt. Aber was interessant ist, hier an Position 3. In einigen Klassen wurden nämlich dann Aktien gekauft, also Security Trades. Und das heißt also, durch diese Stimulierungschecks wurde indirekt eben auch dieser Aktienmarkt, weil die noch zusätzlich befeuert. Sieht man auch daran, dass die Kontoneueröffnungen zum Beispiel bei Brokern wie Charles Schwab, Robin Hood, das ist ein kleiner Broker, wo man auch Aktienbruchteile kaufen kann, Interactive Brokers, sind kräftig gestiegen. Ja. Die haben hier also sehr viele Konten eröffnet. Amerikaner, und das ja, zeigt so ein bisschen auch die Zockermentalität, die jetzt aufgekommen ist. Nicht zu unterschätzender Faktor von der Sentiment-Sicht hier ist hier fast schon Gier inzwischen. Sieht man auch hier, wenn man sich das anschaut, extreme Risikobereitschaft hat zugenommen. Das heißt also eine Rekordzahl an kleinen Privatanlegerkonten, die spekulative Long-Positionen halten. Wenn man das hier vergleicht mit den vergangenen Jahren, haben wir hier nie dagewesene Spekulation von wirklich diesen, ich sag mal, neu an der Börse, Neulingen an der Börse, die aber extrem risikobereich unterwegs sind und spekulativ. Ja, beschäftigt sich überhaupt noch jemand mit Corona und diesen ganzen Folgen davon oder ist das inzwischen schon abgefrühstückt? Auch so eine Sentimentgeschichte, da kann man Google befragen und schau an, auch hier Google Trends nach Rezession deutlich kollabiert, nach Virus interessiert auch kaum noch jemanden. Also die Angst lässt nach, Rezessionsängste nehmen auch nach. Lassen nach. Also von daher ist von dieser Seite her offenbar auch kein größerer Bedarf im Augenblick mehr vorhanden. Auch wenn man sich natürlich in den Amerikaner, die Amerikaner noch andere Fallzahlen haben. Gucken wir mal eben an hier noch das Sentiment. Ich habe es noch kurz zur Vollständigkeit dabei mitgebracht. Amerikanische Kleinanleger waren zuletzt eher skeptisch gewesen. Naja, das liegt ganz einfach auch daran, dass die natürlich ein bisschen mehr Erfahrung haben und hier vorsichtiger auch sind als die Zocker, die eben mal schnell hier auch dann auf Marge agieren. Also da ist man, was die Kleinanleger angeht, ein bisschen vorsichtiger. Die amerikanischen Profi-Investoren hier, die nordamerikanischen Fondsmanager mit 91 Punkten, sind hier schon doch deutlich euphorischer gewesen zuletzt. Zumindest in dieser Umfrage her eher mal an Hochpunkten angekommen. Insgesamt können wir sagen, fassen wir das zusammen, Sentiment-Sicht her würde ich sagen am Limit. Also Vorsicht, was das angeht. Sehr viele Zocker jetzt auch in den USA unterwegs. Das hatte ich ja gezeigt mit den Kontoneueröffnungen. Dazu eben dann jetzt auch noch die Tatsache, dass wir hier bei den Fondsmanagern auch schon einiges jetzt an Aufstockungen gesehen haben. Da sollte man jetzt etwas Vorsicht walten lassen. Ja, dann hatte ich schon gesagt, Europa, was passiert da eigentlich? Letzte Fondsmanager-Umfrage, Bank of America Merrill Lynch, brachte zum Vorschein, dass man in EU-Equities noch ziemlich untergewichtet ist. Untergewichtung von 17%, der niedrigste Stand seit Juli 2012 gewesen. Das war die Mayer-Umfrage. Das hat sich jetzt schon ein bisschen abgebaut, denn wir haben eine relative Stärke gesehen, europäische Aktien gegenüber US-Aktien. Aber hier ist auch noch mit Unterstützung zu rechnen. Also wenn natürlich die Weltkonjunktur wieder auf die Beine kommt und es keine scharfe Rezession gibt, dann brauche ich zyklische Aktien, zyklische Indizes. Dann ist Europa gefragt, gerade der DAX zum Beispiel. Und deshalb zeigt eben dann auch der DAX so eine Outperformance, wie wir sie zuletzt gesehen haben, gegenüber den amerikanischen Indizes. Also hier ist man noch untergewichtet in Europa und auch das kann noch ein interessanter Trigger sein für weiter steigende Kurse. Was ist eigentlich mit der Bewertung los? Eine sehr witzige Sache, irrwitzig eigentlich schon, was wir hier sehen. Wenn man sich überlegt, viele Unternehmen haben noch nicht mal eine Guidance für 2020 rausgegeben, also trauen sich gar nicht zu, überhaupt noch auf die nächsten Quartale zu schauen, weil sie gar nicht wissen, wie viel sie noch verkaufen können. Es fehlt eine Bewertungsgrundlage bei einigen Unternehmen. Da kann man dann nur noch schätzen, wie es geht. Das machen natürlich auch die Analysten. Und naja, was passiert, wenn die Kurse steigen, kräftig steigen wie zuletzt und gleichzeitig die Gewinnschätzungen nach unten genommen werden? Ja, populäre Kennzahlen wie das KGV hier explodieren nach oben. Na, das haben wir hier gesehen, diese rote Linie, knapp 26 jetzt. Dotcom-Blasenniveau jetzt erreicht. Man kann jetzt sagen, die Bewertung wird wohl in den nächsten Quartalen vielleicht fallen. Gerade so am 1. Juli werden wir höchstwahrscheinlich dann die katastrophalen Q2 2020er Ergebnisse rausgenommen aus den Schätzungen und dann durch die
Q2 2021er Ergebnisse die Prognosen ersetzt. Das würde dann die Bewertung wieder ein bisschen nach unten führen. Aber es ist immer noch ein extrem hohes Niveau. Wir sind hier meilenweit über den langfristigen Durchschnitten von rund 17. Sowohl hier in den USA mit dem S&P als eben auch mit dem Stock 600 in Europa deutlich über langfristigen Durchschnitt. Und das ist sicherlich eine gefährliche Geschichte, denn hier werden einfach zu hohe Erwartungen für die Zukunft schon eingepreist. Also aus fundamentaler Sicht kann ich in diesen Markt nicht reingehen. Da habe ich als Fondsmanager ein ganz großes Problem. Das gilt auch, wenn man noch andere Bewertungskennzahlen mit heranzieht. Kurs-Buchwertverhältnis, ihr seht es hier, auch rot. Ja, wir sind oben am Limit angekommen beim S&P 500. Da geht nichts mehr. Wir verschieben gerade die maximale Zone weiter nach oben. Und das ist schon extrem. Das Einzige, was man hier wieder anführen kann und zugleich auch günstig, deswegen die Überschrift, Bewertungsvergleich mit Anleihen sieht wieder anders aus. Das KGV einer 10-jährigen US-Staatsanleihe ist rund 6-mal höher als das des S&P 500. Also hier die rote Linie zur blauen Linie gerechnet. Also wenn ich diese beiden Assetklassen miteinander vergleiche, dann habe ich natürlich eine andere Ausgangslage. Da muss ich auch wieder sagen, da kommen die Notenbanken natürlich rein, denn wenn die Fed den Anleihenmarkt leer kauft, führt das natürlich zu diesen Verzerrungen und Verwerfungen. Die Leitungs- oder die Lenkungsfunktion des Anleihemarktes ist nicht mehr gegeben. Damit habe ich keinen Risikomaßstab mehr zur Beurteilung, wie das Chance-Risiko-Verhältnis ist. Das wird hier einfach rausgenommen. Eine unglaubliche Entwicklung. Ich bin seit 25 Jahren an der Börse. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Es ist auf jeden Fall ein gigantisches, großes Experiment, was hier läuft. Hoffen wir einfach mal, dass es gut ausgeht. So, kommen wir zur Technik, Marktbreite habe ich euch hier mitgebracht, das Weltaktienklima wieder, die Übersicht. Man sieht es, das Wichtigste können wir eigentlich festhalten. Markus hat es schon gesagt, die Techs seit Jahresanfang sogar wieder im Plus. Hätte vor rund 2-3 Monaten überhaupt gar keiner geglaubt. Was für uns hier wichtig ist, es findet im Augenblick ein Test bei vielen Indizes der 200-Tage-Linie statt. 65% haben die 200-Tage-Linie zurückerobert. Ihr wisst es, immer so ein bisschen als eine Bandbreite beachten, also so einen Puffer von 3% einrechnen. Aber auch das haben wir jetzt bei zunehmend mehr Indizes auch schon geschafft. Wir haben nach wie vor eine extrem hohe Quote an Börsen, die hier über der 21-Tage-Linie sind mit 100%. War auch schon Anfang Mai der Fall gewesen. Das verschiebt sich also. Es findet hier ein richtig starker Squeeze statt, dazu später nochmal mehr. Wir sehen hier jetzt also auch, dass die langfristige Trendeinschätzung inzwischen auf grün springt, bei immer mehr Indizes, nachdem es hier im kurzfristigen Bereich auch schon der Fall gewesen ist. In normalen Börsenzeiten würde ich sagen, eine 100%-Quote im 21er-Bereich ist ein Warnsignal, ganz klar, weil es eine Übertreibung, eine kurzfristige. Aber in diesen Märkten ist ungefähr alles möglich und ja, wir sehen hier einfach, dass ein wahnsinniger breiter Schub insgesamt stattfindet. Der DAX nach wie vor im Mittelfeld hier drin, was das Performance-Ranking angeht, holt nach wie vor auf und zeigt auch schon relative Stärke inzwischen. Genau, das gucken wir uns gleich an. Relative Stärke hatte ich gerade schon angesprochen. Und da hole ich mir gerade mal eine Grafik, die ganz interessant ist, zur relativen Stärke. Sogar wäre wichtig, ich hatte schon gesagt, der DAX, konjunktursensitive Indizes, zyklische, profitieren in einem solchen Umfeld, wenn vorher alles Negative eingepreist wurde. Und schaut es euch hier an. Oben die schwarze Linie, der S&P 500, die rote Linie, der DAX-Kursindex. Das hier die relative Performance beider Indizes zueinander. Ihr seht es, die Linie steigt an. Und das ist ein Signal dafür, immer wenn die Linie ansteigt, dass der DAX-Kursindex sich besser entwickelt hat als der S&P 500. Und das sehen wir hier seit Mitte März, gerade auch der letzte Schwung. Also es findet Umschichtungen statt von amerikanischen Aktienmarkt in den europäischen Aktienmarkt. Oder sagen wir einfach internationales Geld fließt Richtung Europa und hier auch verstärkt in den DAX, denn der DAX hat auch eine Outperformance gegenüber dem Eurostoxx 50 aufgebaut. Und auch das sicherlich ein interessanter Faktor. Also sehr interessant, was hier, ja. Da hast du gerade eine der Fragen beantwortet, die hier reingelaufen sind. Das war passend wirklich, wohin das Geld fließt, woher es kommt und ob es da eine Verschiebung gibt. Da war noch eine andere Frage, um da einfach nur kurz einen Cut zu machen, bezüglich dem Fear and Greed Index in den USA oder bezüglich dem US-Markt, ob man da was zu sagen kann. Kannst du den eventuell nachher nochmal aufrufen und kann man da eigentlich unterscheiden zwischen Privatanlegern und Instis oder eher weniger? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, da kann man leider nicht unterscheiden. Der Fear and Greed Index ist auch nicht
so ein richtiger Sentiment-Index, wo die Investoren eben gefragt werden, seid ihr jetzt bullisch, bärisch auf Sicht des Marktes für die kommenden x Wochen, sondern er hat verschiedene Unterindizes. Also hier geht es zum Beispiel eben das Verhältnis von Anleihemarkt zu Aktienmarkt, im Put-Call-Ratio, also Absicherungsgeschäften, Differenz zur 20-Tage-Linie, ein Volumenindikator, hier hat man Junk-Bonds mit drin, Abstände des Fix, also der Volatilität. Das ist eher, ich sag mal, so ein Markttechnik-Indikator. Ich finde nicht, dass es unbedingt ein Stimmungsindikator ist. Also auch Stimmung, ja, richtig, aber ich werde nicht hier nach der Stimmung gefragt, sondern eher, welche Signale zeigen einzelne markttechnische Faktoren, die hier aufgeführt sind. Deshalb kann man da eigentlich nicht unterscheiden, unbedingt ist das jetzt Privatanleger oder ist das Profi-Investor. Und da sind wir jetzt gerade bei 66 ungefähr gewesen, gerade eben, ne? Das war so. Genau, ja. Wir sind also nah am Greed dran und wir nehmen dann langsam mal Volldampf hier unten wieder hin. Okay, ist noch ein bisschen Luft. Okay, alles klar, danke. Bitte. So, und das waren wir jetzt bei der relativen Stärke gewesen. Bevor wir jetzt in die USA rüberschwenken, haben sicherlich auch viele von euch mitbekommen, die stärkste 50-Tages-Rallye, die wir gesehen haben beim S&P 500. Seit ever, glaube ich, wurde hier ausgemessen, zumindest mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie ging es danach eigentlich weiter, wenn er sich so kräftig nach oben geschraubt hat? Na, über 3, 6 und 12 Monate gesehen, fast eine Quote immer von 100%. Taugt natürlich immer wunderbar für eine Überschrift und für entsprechend Furore. Da muss man auch immer schauen, wie ist es eigentlich im langfristigen Durchschnitt. Und ihr seht es hier, über ein Jahr gesehen, steigt der S&P 500 in 90% der Fälle. Wenn man seit 1990 zu irgendeinem Zeitpunkt reingegangen ist, war man 250 Handelstage später in 92% der Fälle im positiven Bereich. Zeigt auch, langfristig geht es an den Börsen immer aufwärts. Ja, da soll man sich nicht gegen stemmen. Und vor diesem Hintergrund relativiert sich auch hier so ein bisschen die Quote von 100%. So, dann gehen wir mal rüber in die Markttechnik noch kurz. Für die USA eine wichtige Sache. Ihr wisst es, ich schaue da immer drauf. S&P 500, Anzahl der Aktien über der 50-Tage-Linie. 97%. Das ist sehr, sehr viel. Das ist ein absolutes Gefahrensignal eigentlich. Ich kann hier mal schauen, dass ich noch ein bisschen ältere Daten gerade mit reingezogen bekomme, seit 2009, das geht ganz schnell. Da seht ihr dann auch, dass wir hier auf einem unglaublichen Niveau inzwischen angekommen sind. Also selbst seit in den vergangenen 10 Jahren so ungefähr haben wir so ein Niveau eigentlich kaum gesehen. Und das war häufig ein Punkt gewesen, Achtung, jetzt mal durchatmen. Ja, wir sind jetzt mal sehr, sehr gut gelaufen. Und jetzt muss auch wieder eine Nivellierung stattfinden. Ich finde immer, der Vergleich ist ganz gut. Auf der einen Seite wurde das Gummiband jetzt nach unten im Februar, März massiv überdehnt. Jetzt schnellt es in die andere Richtung wieder zurück. Aber dieses Gummiband kann man sehr schön hier messen mit diesem Anzahl der Aktien in einem Index, die gleitende Durchschnitte behaupten. Hier hatten wir eine Quote von 0%. Genau das Gleiche hat er zurückgeschlagen, wieder hier auf Werte von mehr als 90%. Und danach kommt es häufig zumindest mal zu einer Konsolidierungsbewegung, also eine gesunde Atempause, die mal stattfinden sollte. Dafür spricht auch, dass wir hier schon, das ist auch so ein bisschen stimmungstechnisch, Put-Call-Ratio habe ich hier mal mitgebracht, und zwar Index- und Aktienbasiert. Ich habe jetzt hier nicht diese tägliche Put-Call-Ratio, sondern einfach einen gleitenden Durchschnitt da drauf gelegt. Ihr seht es hier mit 0,8. Das heißt also, es werden deutlich mehr Calls derzeit gekauft als Puts. Absicherungen werden nicht mehr aufgebraucht. Wofür brauche ich eine Absicherung, wenn die Kurse immer weiter steigen? Grundsätzlich richtig, aber wenn man sich die Vergangenheit anschaut, wenn so eine Euphorie hier vorlag, dann war es zumindest mal häufig an einem Markthochpunkt gewesen. Und danach gab es dann einen auf den Deckel. Zumindest mal, wenn man hier sich die vergangenen Jahre anschaut. Da kann man jetzt wieder gegenhalten. Naja, es haben auch noch nie so stark vorher die Notenbanken und die Regierungen Geld reingepumpt. Und genau das ist dieser Faktor, dieser unberechenbare Faktor, den man eigentlich kaum einschätzen kann. Aber zumindest mal, wenn man nur auf das Put-Call-Ratio achtet, würde ich sagen, Achtung. Der ist übrigens auch im Fear and Greed-Index drin. Und der steht, glaube ich, auch schon auf Greed, also auf größter Vorsicht derzeit. Das zur Markttechnik in den USA. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt auch mal rüber in die Charts und gucken uns die an. Was ist denn hier passiert eigentlich? Ja, und hier mal wieder die Ausgangslage. Ihr kennt es schon mit der 200-Tage-Linie. Ich habe hier einen Korridor, haben wir hier bei Indexradar drumgelegt. Also der 3%-Korridor um die 200-Tage-Linie, um so Fehlsignale rauszufiltern.
in den vergangenen Abwärtsbewegungen war häufig ein erster Test der 200-Tage-Linie nicht nachhaltig. Hier die roten Kreise, danach ging es nochmal nach unten. Das haben wir 2,2 gesehen, haben wir 2,8 gesehen, Test, Anlauf, zack, nach unten. Wäre jetzt eigentlich typisch auch wieder Anlauf nach oben, vielleicht kleines Fehlsignal drüber und zack, nach unten das Ganze. Ob das, ich wiederhole mich leider wieder, in Zeiten dieser Billionenprogramme gilt, I don't know. Aber zumindest mal von der Technik her haben wir hier einiges ausgereizt. Gucken wir uns das Ganze an, noch hier beim Dow im Augenblick. Also der ist, ich gebe es ganz offen zu, ich habe das nicht erwartet, dass wir hier noch die 200-Tage-Linie nach oben nehmen. Ich glaube, im letzten Webinar hatte ich gesagt, bei 26.500 ist langsam Schluss. Dass wir hier auch noch mit einer Kurslücke drüber springen, ist nur ein Spiegelbild dieser wahnwitzigen Geld- und Fiskalpolitik. Anders kann man es nicht nennen. Und noch weitere Faktoren kommen gleich dazu. Was haben wir jetzt hier für eine Ausgangslage? Wir sehen hier eine weitere technische Hürde, sowohl auch was das Umsatzgebirge angeht. Ihr seht es bei 27.200, 27.300. geht das Umsatzgebirge deutlich runter. Liegt ganz einfach daran, dass wir hier in diesem Bereich kaum noch gehandelt haben. Der Widerstand nimmt hier aus technischer Sicht allmählich ab. Ja, das haben wir jetzt rausgenommen. Das müssen wir jetzt noch schaffen, 27.500. Dann wäre hier die nächste Hürde so irgendwo bei 28.250 anzusiedeln. Darüber kommen wir da schon bei 29.000, 29.500 langsam hier in die Rekordregion dann rein. Und dann sitzen wir wieder da, wo wir jetzt auch schon beim Nasdaq sind. Also für den Dow, er ist massiv überhitzt. Ihr seht es hier, die Anzahl der Aktien sind massiv oben am Limit angekommen. Er hat unseren Prognosekorridor hier hellblau nach oben durchschritten. Eigentlich extrem schwierig. Das Einzige, was man auch hier anführen muss, ist wichtig, er hat auch einige große Kurslücken gerissen. Hier meine Kurslücke, jetzt nochmal eine Kurslücke, da ist nochmal eine Kurslücke drin. Und es ist so, dass an amerikanischen Aktienmarkt Kurslücken geschlossen werden. Es ist nur eine Frage immer der Zeit. Aber sie werden geschlossen. Das haben wir auch hier beim Tief gesehen. Da wurden alte Kurslücken geschlossen. Es kann manchmal einige Jahre dauern, manchmal auch nur wenige Tage. Aber diese Kurslücken hier bilden quasi so ein nicht richtig gutes Fundament. Ja. Wenn der Markt hier zu schnell steigt, dann ist es gefährlich. Und ich fürchte, dass irgendwann diese Kurslücken hier nochmal geschlossen werden. Wann das der Fall ist, weiß ich nicht. Das hier ist ein Tageschart, kommt gerade die Frage rein. Das sind also Tageschart-Kurslücken, möchte ich mal formulieren. Aber die könnten geschlossen werden. Also, steigen wir über 27.500, würde ich sagen 28.250. Ja, ob wir dann auch Rekord schaffen, kann passieren in diesem Umfeld. Es ist einfach extrem schwierig, hier eine Prognose jetzt abzugeben, weil die Märkte so irrational sind. Scheitern wir hier dran, könnte sich 200-Tage-Linie als stabilisierender Faktor ergeben, um 25.6 bis 26.250. Wirklich negativ wird es eigentlich erst, wenn wir hier unter 24.600, 700 fallen. Also dieser Widerstand, der jetzt eine Unterstützung dann wohl geworden ist, das wäre ein größeres Schwächesignal. Da werden größere Gefahren. Alles dazwischen kann in diesen Märkten passieren. Wie gesagt, eine leichte Unterstützung sehe ich hier im Bereich der 200-Tage-Linie. Aber extrem, extrem gefährlich. Schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis jetzt. Beim Nasdaq 100 hier, ja, Rekord auch noch rausgenommen, warum auch nicht. Wir sind hier am oberen Limitband angekommen des Prognosekorridors. Nach oben ist der Weg theoretisch frei. Kursziel immer noch hier im langfristigen Aufwärtskanal. Das sind diese grün gestrichelten Linien. Ziel sollten wir das wieder anlaufen beim Nasdaq 100, 10.200 Punkte. Das wäre dann die Obergrenze dieses Kanals. Ob er noch darüber steigt, glaube ich nicht, aber auch das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Die übergeordnete Trend ist besser, denn die 200-Tage-Linie weist stärker nach oben. Also auch hier haben wir ein bisschen mehr Schwungkraft noch drin. Ja, und der Nasdaq 100 ist nicht so wahnsinnig überhitzt jetzt wie der Dow oder der S&P 500, aber er ist auch ganz schön überhitzt schon. Also wirklich möchte ich nicht anfassen, ehrlich gesagt. Was die amerikanischen Aktienmärkte angeht, somit, ja, extrem am Limit angekommen, noch geht es aufwärts, aber ich denke, die Marktphysik wird hier irgendwann nochmal für eine Beruhigung dann aussorgen. Also vorsichtig sein, jetzt nicht mehr neu hier reingehen, weil hier einfach auch, ich kann nicht mehr eng absichern, neue Positionen. Es macht keinen Sinn, hier eine enge Absicherung einzuziehen, weil dann werde ich an einem schwachen Tag rausgekegelt. Ich kann aber auch nicht zu viel Platz lassen, weil ansonsten habe ich ein extrem schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis. Es macht einfach keinen Sinn. Da muss man dann einfach mal hoffen, dass es nochmal runtergeht. Wechseln wir die andere Seite des Atlantiks und kommen wir nach Europa.
Hier der Blick auf den guten alten DAX. Ja, sieht man auch nicht alle Tage. Ich hatte es hier noch im April ja auch gesagt, wir hatten eine Quote von 0% an Aktien, die noch ihre 200-Tage-Linie behaupten. Für einige Tage das beste Einstiegssignal ever. Das haben, glaube ich, auch viele genutzt. Da hatte ich auch die Produkte vorgestellt. Jetzt sehen wir hier einen Anstieg Anzahl Aktien über der 200-Tage-Linie mit knapp wieder 70%. Also auch hier sind wir langsam wieder in einem Niveau von 80, 90%, wo es gefährlich wird, angekommen. So ohnehin schon hier Anzahl Aktien über der 21-Tage-Linie mit ja, 100% jetzt. Pff, Wahnsinn, ja. Das sprengt hier den Rahmen. Das haben wir, ich glaube, in den vergangenen Jahren nie gehabt. So eine dermaßen Rallye, wo wir da oben angekommen sind. Ähnliches Fazit, auch hier eigentlich auf Basis der Markttechnik schon ausgereizt, ja, was hier den DAX angeht. Marktbreite ist langsam oben angekommen. Nur hier über der 200-Tage-Linie wäre noch ein bisschen Luft nach oben, würde noch ein ganz klein bisschen Restpotenzial lassen. Gucken wir noch auf den großen Verfall abschließend. Wie haben sich die institutionellen Investoren investiert? Die sagen, der DAX ist eigentlich gedeckelt hier oben oberhalb von 13.000, wird schwierig. 13.100, da sind sehr viele offene Kontrakte am Terminmarkt. Das ist wie so eine natürliche Barriere. Ein Anstieg darüber erwartet niemand bis zum dritten Freitag jetzt im Juni. Ja, nach unten hin spielt es ehrlich gesagt keine Rolle. Da haben wir erst die 12.000 wieder, die wirklich relevant ist. Also eigentlich sehen die Terminmarktprofis zumindest mal für den dritten Freitag hier den Markt im Bereich der 13.000 jetzt gedeckelt. Da dürfte also nicht mehr so viel Schub auch kommen. Gehen wir zum Chart rüber und der Geschichte, wie wir sie eben auch schon beim Dow hatten. Ähnliche Ausgangslage. Ihr seht es hier wieder rot markiert. So ein erster Anlauf nach dem Crash an die 200-Tage-Linie. Kann mal ein Fehlsignal oder einen kleinen Sprung drüber geben, aber danach ging es eigentlich nochmal runter. Zumindest mal ein bisschen ermäßigten sich die Kurse. Sollte in einem normalen Umfeld von der Basis der Markttechnik auch jetzt wieder funktionieren. Ja, das heißt also ein kleines Fehlsignal drüber und danach dann setzen sich wieder die größeren Sorgen durch, Gewinnmitnahmen, etc. Wir sind hier jetzt wirklich mit dieser 200-Tage-Linie an einem interessanten Niveau angekommen. Wir sind schon 3% drüber, eigentlich nachhaltig, aber wir haben hier einfach auch deutliche Verzerrungen, ja, und Übertreibungen. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein. Was macht der DAX jetzt? Hier in eine Widerstandszone laufen wir langsam rein. Das ist so die letzte, die man auch noch ausrufen kann im Bereich der 13.100, 13.200. Da ist wieder der Anstieg des Umsatzgebirges. Wir erinnern uns auch eben beim Verfallstagsdiagramm. Auch da war noch ein Anstieg gewesen. Also niemand rechnet im Augenblick damit, dass der DAX jetzt hier noch am dritten Freitag, jetzt im Juni, darüber ansteigen sollte. Da wäre ein bisschen der Deckel jetzt drauf, würde ich sagen. Auf der Unterseite ist er unterstützt bei 12.500, darunter die 200-Tage-Linie, die, Achtung, auch langsam nach oben dreht. Also DAX eigentlich auch ganz gut unterfüttert hier zwischen 11.900 und 12.100, 12.200 Punkten. Das ist eine Stabilisierungszone. Etwas kritischer wird es dann erst wieder, wenn wir hier drunter fallen. Also deutlich mehr als 3% unter die 200-Tage-Linie. Auch diese Tiefs hier noch wieder unterschreiten, die wir jetzt zurückerobert haben, die 11.500, die 11.600, dann wird es deutlich negativer. Und auch beim DAX übrigens haben wir Kurslücken drin. Ja, hier ist eine Kurslücke, da ist eine große Kurslücke. Also auch hier wieder ist das ein bisschen schnell gestiegen, deutet auch darauf hin, es könnte gut sein, dass die wieder geschlossen werden. Übrigens Fun Fact, wer sich mal die Mühe machen möchte. Im März-Tief haben wir eine ganz alte Kurslücke geschlossen. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig gerade, wann wir die hatten. Die liegt ganz viele Jahre zurück, aber genau mit dem März-Tief wurde eine alte Kurslücke nochmal zugemacht. Interessanter Faktor. Achtet ein bisschen jetzt auch auf die Kurslücken, die hier gerissen werden. Das ist durchaus ein Risikofaktor nach unten. Ihr seht es auch hier, Überhitzung deutlich vorhanden außerhalb des Prognosebandes. Ich würde sagen, der DAX ist auch oben angekommen. Ja, sollte man jetzt auch nicht mehr reingehen. Es ist einfach zu gefährlich, zu weit gelaufen, zu schnell gelaufen, das Ganze. Ja, kommen wir zu unserer, hier nochmal die Entwicklung der verschiedenen Indizes zueinander, damit wir auch wissen, dass wir hier den DAX zuletzt mit der Outperformance gesehen haben. Das passt soweit. Wenn man sich jetzt nur auf den deutschen Aktienmarkt konzentriert, und man sieht das hier nochmal, hatte ich auch schon häufiger gezeigt, der MDAX zeigt häufig eine Outperformance in den schwierigen Sommermonaten, rein statistisch betrachtet zumindest. Ja, da haben wir hier im August und September beim DAX deutlich schlechter. Und der MDAX ist hier fester unterwegs.
Könnte eine Alternative sein, wenn man unbedingt noch rein möchte, dass man eher in den MDAX reingeht, weil man weil man hier noch ein bisschen dann zumindest mal ja etwas Rückenwind hat von der Saisonalität her. Der DAX ist da anfälliger für Gewinnmitnahmen im August, September und im Juni. Aber das kann auch alles ausgehebelt werden in diesen Zeiten jetzt. Das ist leider so. Fassen wir ein Fazit oder versuchen es zumindest mal. Also, normalerweise würde man ja sagen, Konjunktur hatte ich gesagt, leichte Belebung am Boden, kräftiges Wachstum wird erwartet 2021. Das muss kommen. Gibt es eine zweite Corona-Welle mit Shutdowns weltweit, haben wir ein ganz großes Problem. Dann helfen eigentlich nur noch Aktienkäufe durch EZB und FED, würde ich jetzt mal nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ansonsten geht es dann rasant nach unten. Das wird jetzt gehofft, ja, dass wir hier 2021 wieder richtig durchstarten. Geld- und Fiskalpolitik könnte fast extremer nicht sein. Ja, nur noch durch Aktienkäufe. ETF-Flüsse, wir haben eine Unterinvestition noch in Europa. Das wird schon abgebaut seit einigen Wochen. Aber da passiert noch ein bisschen was und ich hatte es gezeigt, am Geldmarkt gab es zu Abflüssen. Auch das fließt jetzt in den Aktienmarkt rein. Stützt also somit eben dann auch die Dividendentitel. Sentiment ist rot. Klar, ne, wir haben diese Zockermentalität, die jetzt in den USA richtig stark aufgekommen ist, mit den Kontoneueröffnungen, Geld wird reingepusht. Klar, die Leute sehen, die Aktienmärkte steigen hier 3, 4%. Da muss ich mit dabei sein, da mache ich doch schnell mit. Aber das ist Gier, das ist gefährlich. Da muss man aufpassen. Fondsmanager sind auch schon ganz gut da, zumindest mal drin gewesen, gemäß dieser einen Umfrage. Vorsicht. Bewertung für SOS. Punkt. Kann man gar nicht anders sagen. Es wird jetzt ein bisschen günstiger, wenn dann eben jetzt die 2021er Prognosen reinkommen. Aber da ist ja auch eine extreme Unsicherheit drin. Wie soll ich denn wissen, wie viel Umsatz Siemens im zweiten Quartal 2021 macht? Also ich möchte den Job derzeit nicht machen. Markttechnik, extreme Überhitzung, hatte ich gezeigt. Charttechnik insgesamt positiv, aber ne, wir haben die 200-Tage-Linie zurückerobert und das ist eigentlich ganz isoliert betrachtet ein sehr gutes Signal. So, was halten wir fest? Costolani hat es mal gesagt, Wirtschaft und Börse ist letztlich ein Mann, der mit seinem Hund Gassi geht. Manchmal geht der Hund, also die Börse, neben dem Herrchen der Wirtschaft her. Ein anderes Mal läuft er vorn weg, ein anderes Mal rennt er jaulend hinterher. Genau das sehen wir dieses Jahr. Ich denke mal, irgendwann wird er auch mal wieder zurückkommen, das Ganze. Es wird bessere Zeiten geben. Die Börse geht jetzt den Weg des größten Schmerzes und er geht nach oben, weil zu wenige Leute investiert sind, die Aktienquote in den Fonds zu gering ist. Also wir haben FOMO, ja, Fear of Missing Out, die Angst, eine kräftige Rallye zu verpassen. Das führt dazu, dass diese ganze, auch schlechte Aktien, sage ich mal in Anführungszeichen, jetzt nach oben laufen auf einmal, die man vorher nicht angefasst hätte. Dazu noch eine Runde Tina. Also, there is no alternative. Es gibt keine Alternativen der Geldanlage. Ich muss am Aktienmarkt hin, um Rendite zu erzielen. Das führt insgesamt dann und befeuert nochmal einen Short Squeeze. Viele haben darauf gesetzt, es gibt eine zweite Viruswelle, Shutdown und so weiter. Das gibt es bisher nicht. Die waren Short gewesen, müssen ihre Short-Eindeckungen schließen. Das führt das Ganze nochmal weiter nach oben. Ne? Rückkäufe befeuern nochmal die Rallye. Und das kann sich so eine richtige Spirale dann in Gang setzen. Und ja, das ist so ungefähr auch schon das Fazit. Man kann, ich sage es ganz offen, hier kein Fazit geben, ob der DAX jetzt weiter steigt oder fällt. Es ist schlichtweg nicht möglich in einem solchen Umfeld. Wir sind eigentlich überhitzt und viel zu gefährlich unterwegs. Es müsste längst mal eine Korrektur stattfinden. Aber wenn so ungefähr im Wochentakt hier neue Milliardenprogramme verkündet werden und das Geld einfach angelegt werden muss, ja, dann geht es halt nach oben. Man kann sich darüber freuen, dass wir hier nicht so eine Situation haben wie noch im März, wo wir morgens aufgewacht sind beim DAX und es gab mal eben 12% Gap Down. Fand ich nicht so lustig und Handelsunterbrechungen in den USA. Freuen wir uns darüber, dass die Kurse steigen und die meisten haben ja auch Aktienpositionen drin. Wer nicht da drin ist, es wird auch wieder günstigere Nachkaufgelegenheiten geben. Irrational sind die Märkte lange. Sie können länger irrational bleiben, aber irgendwann wird es abgebaut. Und jetzt ist das Chance-Risiko-Verhältnis für einen Neueinstieg einfach nicht attraktiv genug. Da muss man einfach Geduld haben jetzt auch. Was kann man in so einem Umfeld machen? Ich habe mal hier ein Produkt mitgebracht, habe nochmal geschaut. Im April hatte ich ja ein paar Scheine auch vorgestellt für defensive Natur, einen Discounter auf dem DAX. Der hat die Maximalauszahlung natürlich inzwischen erreicht.
Es war noch ein Bonus-Cap mit dabei gewesen, wer mit dabei war, war die DFF 5J5. Hat auch die Maximalauszahlung jetzt nahezu erreicht mit gut 11%. Auch da bitte raus, macht keinen Sinn mehr drin zu bleiben. Den Turbo, den ich auf dem DAX vorgestellt hatte, ist jetzt 50% im Plus. Mindestens mal zwei Drittel rausnehmen. Ja, und mit dem Rest, ja, so 4-5% unter die 200-Tage-Linie dann absichern. Das mal so der Rückblick auf die April-Empfehlungen. Und wenn man jetzt noch neu reingehen möchte, ich habe hier einen DAX-Discount-Put mal euch mitgebracht. Sollte der DAX nochmal weiter steigen, so an starken Tagen kann man hier eine Position aufbauen und darauf setzen, dass jetzt einfach mal von Geld- und Fiskalpolitik alles geliefert wurde. Dass vielleicht ein paar schwierige Sommermonate dazukommen, dass Donald Trump nochmal den Handelsstreit ein bisschen anheizt. Die Präsidentschaftswahl in den USA ist auch so ein Risikofaktor. Das könnte den DAX wieder so ein bisschen ausbremsen. Also Donald so als Risikofaktor. Ich habe ihn bewusst ein bisschen defensiver ausgewählt mit einem Cap bei 13.800, also auch im Bereich eben so der Rekordmarke. Basispreise nochmal da drüber. Ihr habt ja nochmal den Schein mit den Daten bei der DZ, DF8. C9T ist der auf den DAX. Wie gesagt, lässt ordentlich Puffer, Maximalauszahlung 5 Euro. Das spielt jetzt keine Rolle, ob während der Laufzeit bis Mitte September 2020 hier mal der Basispreis oder das Cap dann mal überboten werden. Wichtig ist dann hier zum Stichtag die Situation. Sollte der DAX unter dem Cap von 13.800 bleiben, haben wir hier immerhin 25% oder knapp 100% per anno berechnet. Finde ich ganz attraktiv an starken Tagen. Lass den DAX jetzt vielleicht noch ein bisschen austoben nach oben. Jetzt haben wir auch noch mal das Halbjahresende. Da kommt vielleicht noch ein bisschen Window Dressing Flow rein. Aber so dann im Juli, Ende Juni, Anfang Juli könnte das ein interessanter Schein sein. Kann man auch zur Absicherung natürlich verwenden, ja, um bestehende Long-Positionen so ein bisschen zu hedgen. Und man ist eben nicht stur darauf gerichtet, wie bei einem Turbo Bear, dass der Markt fallen muss. Sondern es reicht einfach, dass der DAX unter dem Cap von 13.800 bleibt auf Sicht der nächsten Wochen, beziehungsweise vor allen Dingen hier zum Stichtag, zum Bewertungstag Mitte September 2020. Das macht so ein bisschen den Charme dieses Produktes aus. Ich mag so Discount-Optionsscheine, die sind ganz gut. Ja, das mal zum Aktienmarkt. Dann sind wir so weit mal durchgegangen. Also eine Fettsitzung am Mittwoch, welche Tiefs sehen? Können wir nochmal die Tiefs sehen? Möchte ich nicht ausschließen für den Fall, dass wir eine zweite Corona-Welle sehen, dass nochmal Shutdowns durchgeführt werden müssen, dass das Ganze so ein bisschen außer Kontrolle gerät, dass wir keinen Impfstoff, kein Medikament haben oder irgendwas Neues passiert. Was weiß ich, ne? Shutdown plus Handelsstreit und Donald Trump sagt die Präsidentschaftswahlen ab, irgend sowas. Dann können wir auch nochmal neue Tiefs sehen. Möchte ich nicht ausschließen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich gesunken dafür. Die Notenbanken pumpen immer weiter rein und sie haben ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Ja, EZB und FED können auch noch Aktien kaufen zur Not. Und das werden sie, denke ich, auch in der größten Gefahr oder im größten negativsten Umfeld auch machen. Von der FED-Sitzung am Mittwoch erwarte ich eigentlich nicht viel. Sie werden nach wie vor sagen, wir werden das engmaschig verfolgen. Wir werden weiter reinvestieren, unsere Programme laufen lassen. Ich glaube nicht, dass da ein großer Impuls im Augenblick ausgeht. Die werden natürlich nicht irgendwas restriktiv sein. Denn EZB und Bank of Japan haben ja schon vorgelegt, dann wird die FED nicht nachlegen. Aber sie wird sagen, sollte es erforderlich sein, werden wir nach wie vor feuern, ja, was wir für Möglichkeiten haben. Und wie gesagt, sie können auch noch viel mehr pro Monat kaufen. Es ist keine Grenze gesetzt. Ja, das geht alles. Ja, das zu den Fragen zum Aktienmarkt. Dann gehe ich mal rüber zum Rohstoff. Und hier mal der Blick auf den Goldpreis. Ja, Goldpreis war nach den Arbeitsmarktdaten natürlich ein bisschen unter Druck geraten. Die sind ja deutlich besser ausgefallen als erwartet. Ich habe es gesagt, haben wir den stärksten Wochenverlust zuletzt gesehen seit Mitte März. Gab es ein bisschen was auf dem Deckel. Aber war jetzt nicht sehr stark gewesen. Insgesamt kann man eigentlich davon ausgehen, selbst dieser Arbeitsmarktbericht wird jetzt nicht die Zentralbank und die FED von ihrer Politik des zügellosen Gelddruckens abhalten. Das geht erstmal so weiter. Man wird hier einfach weiter die Märkte fluten. Ein interessanter Faktor natürlich jetzt für Gold ist, gibt es eine Inflation. Wir haben jetzt auch schon insgesamt mittelfristig betrachtet fallende Zinsen gehabt in den USA.
Kommt es hier zu inflationären Tendenzen? Da hatte ich ja schon gesagt, wir haben jetzt erstmal Deflationsrisiken mit dem gefallenen Ölpreis, der sich jetzt natürlich auch wieder stark erholt hat, dazu gleich mehr. Aber natürlich, Konsumentennachfrage ist ein bisschen weggebrochen, also stark weggebrochen. Das befeuert alles so ein bisschen Deflation. Man muss jetzt gucken, ob wir schnell aus dieser leichten deflationären Entwicklung rauskommen und wieder in die Inflation. Sollte das der Fall sein, wer erst die inflationäre Tendenzen erkennen, dann könnte ich mir auch vorstellen, wird der Goldpreis wieder Freude bereiten. In dem jetzigen Umfeld brauche ich natürlich nicht unbedingt Gold, wenn mir der S&P 3-4% macht, ja, pro Tag manchmal oder halt auch Wochenbasis gesehen extrem nach oben geht, dann brauche ich keinen sicheren Hafen wie Gold. Aber die Zeiten für Gold werden auch noch kommen. Ich finde es hier eigentlich eine ganz gute Unterstützungsregion. Man kann hier schon mal reingehen. Wer es möchte, mit einem Bullpapier, haben wir eine erste Unterstützung im Bereich der 1670, 1680 und hier wieder auf dem Rücklauf nach oben, 1750. Unser Indexradar-Prognosekorridor lässt jetzt Platz bis knapp 1800, Tendenz weiter steigend. Insgesamt Trendeinschätzung positiv, Abstand zur 21-Tage-Linie schon fast ein bisschen Übertreibung nach unten, also stützt auch ganz gut. Wer es möchte, nicht unbedingt am Aktienmarkt aktiv sein will, Gegenposition hier eingehen, also nicht Gegenposition, prozyklisch hier einsteigen auf einen steigenden Goldpreis. Absicherungen, hier ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, denn hier sind keine sehr guten. Erst unterhalb der 200-Tage-Linie 1550. Aber man kann hier auch Positionen aufstocken mit Ziel dann eben hier irgendwann mal die 2000. Denn ich gehe davon aus, Inflation wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das Ganze mal dann sich auch in den Zahlen niederschlagen wird. Aber insgesamt ist das hier eine trading-technisch ganz gute Nachkaufgelegenheit bei Gold. Öl, ja, Kurslücke hier, große Kurslücke, sind wir jetzt dran gescheitert, haben wir jetzt noch nicht zurückerobert. Insgesamt ein bisschen überhitzt die ganze Sache. Das ist soweit eine wunderbare V-Umkehr, die wir hier gesehen haben. 14% über der 21-Tage-Linie, würde ich in normalen Zeiten sagen. Vorsicht, extrem heiß. Kommt ein bisschen jetzt zurück. Ist hier unterstützt im Bereich von rund 34, 35, 36 Dollar je Barrel. Da kommt dann auch die 21-Tage-Linie auch nach unterstützt dann. Da könnte man nachkaufen, sollte der Preis dahin nochmal fallen. Nach oben hin haben wir hier, wie gesagt, die Kurslücke. Darauf könnte spekuliert werden, wenn wir da reinsteigen, dass wir hier mal schnell bis an die 50 und an die 200-Tage-Linie uns dann erholen in dem hier laufenden Kontrakt. Also das ist hier der fortlaufende Kontrakt, dass wir hier nochmal oben dran gehen. Von der fundamentalen Seite ist es so, Samstag hat ja die OPEC Plus eine Beibehaltung der gegenwärtigen Produktionskürzungen um knapp 10 Millionen Barrel pro Tag bis Ende Juli sich darauf verständigt. Dann die Länder, die im Mai und Juni ein bisschen mehr aus dem Boden gepumpt haben als vereinbart, die sollen jetzt bis September Produktionsüberschüsse wieder kompensieren. Das heißt also Produktion ein bisschen reduzieren. Damit will man ein Signal senden, dass die OPEC nach wie vor handlungsfähig ist, Vertrauen wieder herstellen mit diesen Maßnahmen. Das kann auch und das hat offenbar auch funktioniert, denn wir haben ja ein Wiedererstarken der OPEC gesehen und einen Anstieg der Ölpreise. Was wir noch nicht gesehen haben, ist, dass die Konjunktur hier entsprechend stark ansteigt. Und auch bitte beachten, mit den steigenden Ölnotierungen lohnt es sich natürlich auch für die amerikanische Fracking-Industrie wieder mehr, hier Ölquellen anzuzapfen. Das heißt also, US-Öl kommt dann auch wieder mehr auf den Markt drauf. Und das führt wieder dazu, dass wir hier sehr viel Angebot haben, aber naja, wenig Nachfrage, auch wenn China gerade, ich glaube, sogar rekordhohe Rohölimporte zuletzt gemeldet hat. Mal gucken, wofür die das brauchen. Aber wie gesagt, amerikanisches Öl wird jetzt auch wieder vermehrt aus dem Boden geholt, weil einfach die Preise langsam wieder stimmen. Ist auch wieder positiv, denn dann haben wir weniger Pleiten in den USA. Also das kann jetzt wieder ein Umschwung passieren bei den offenen Bohrlöchern, dass wir hier wieder einen Anstieg sehen durch die steigenden Preise. Aber da müssen die sich natürlich auch da oben entsprechend halten. Sehr interessante Ausgangslage. Ebenfalls sehr interessant. Euro, US-Dollar auch nochmal mitgebracht. Auch die Devisenmärkte sind nicht verschont geblieben von diesen unglaublichen Börsen, die wir hier erleben. Ich habe es mal hier unten mitgebracht. 15-Tages-Kursentwicklung des Euro-Dollar. Also wie hat sich der Euro-Dollar über einen 15-Tages-Zeitraum entwickelt? Da haben wir hier zuletzt gehabt einen Anstieg von rund 4,7%, 4,8%. Ich mache hier mal einen Signalgeber rein, um nur mal zu zeigen,
wie außergewöhnlich das in den vergangenen Jahren gewesen ist. Das haben wir sehr, sehr selten gehabt. Hier mal in 15. Das haben wir natürlich hier zu den Verwerfungen gehabt im März, ist klar. Wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, seht das, da haben wir es hier mal gehabt im Oktober 2010. Hier auch noch mal kurzzeitig 2009, also immer, wenn es extrem turbulent war. Was wir hier gesehen haben, extrem selten. Einen sehr, sehr weiten Abstand zur 21-Tage-Linie. Und ihr habt sicherlich schon, könnt ihr euch denken, markttechnisch überhitzt Euro-US-Dollar. Ja? Das ist gar keine Interpretation, eine andere. Warum ist der Preis so stark gestiegen? Naja, wenn die europäischen Aktienmärkte so durch die Decke gehen und ich in Europa investiert sein muss, weil hier auf einmal relative Stärke stattfindet, weil mir am Anleihemarkt Risiken rausgenommen werden. Ich weiß ja, die EZB kauft zur Not einfach Italien, die italienischen Staatsanleihen auf. Ich habe hier kein Ausfallrisiko mehr. Europeripherie, same. Dann gehe ich doch mal in Europa shoppen. Ne? Da muss ich aber Euro dafür haben, brauche also Euro, um im europäischen Finanzmarkt investiert zu sein. Und das befeuert dann natürlich neben der Tatsache, dass mal eben Berlin hier ein paar Milliarden locker gemacht hat und somit die Konjunktur anschiebt, genauso wie die EZB, was ja auch positiv ist für die Konjunktur, dann wiederum den Euro als ja, Gemeinschaftswährung und Wirtschaftsstandort Europa wird dadurch natürlich gestärkt. Gleichwohl, auch hier haben wir eine massive Überhitzung. Jetzt ist die Frage, hält dieser Flow nach Europa weiter an? Dann sieht es schwierig aus. Dann kann auch der Euro weiter aufwerten. Ich würde allerdings auch sagen, die EZB kann dem nicht tatenlos zusehen. Also irgendwann wird es in der EZB auch wieder zu bunt, wird sagen, dadurch verschlechtern sich wieder die Exportaussichten für die europäische Industrie. Das ist schlecht, das wollen wir nicht. Dann müssen wir den Euro verbal mal wieder ein bisschen nach unten reden. Ja, und dann gibt es hier wieder was oben auf die Mütze. Deswegen sehe ich eigentlich Euro erst aber hier auch ein bisschen limitiert im Bereich 1,1415. Wer das Ganze spielen möchte, Vorsicht, extremes Risiko, kann das Ganze machen über einen Euro-US-Dollar-Discount-Put-Optionsschein. DF5 27T ist das mit 1,1750, 1,15. Das passt so ein bisschen zu den Chartmarken, die ich gerade genannt hatte. Hier auch nochmal der Blick dann auf die aktuellen Daten. Da hat das kostet im Augenblick 1,92, wird zu 2,50 $. Achtung, ja, 2,50 $ zurückgezahlt, maximale Rückzahlung. Stichtag ist hier Anfang September 2020. Ja, 2,50 gibt es maximal raus. Sollte Euro-US-Dollar dann unter 1,15 unter dem Cap stehen, zu Stichtag, wie gesagt, dann haben wir hier eine maximale Rendite von 15% oder 65% per Anno gerechnet. Also kann man auch hier am Währungsmarkt aktiv sein, aber ja, ich kann mich oder muss mich leider nur wiederholen. Es ist so, dass wir in außergewöhnlichen Zeiten derzeit unterwegs sind, die es so zuvor nicht gegeben hat. Und das erschwert einfach auch eine saubere Analyse. Ja, da kann ich nie argumentieren, ja, der DAX ist ja jetzt hier 3% über der 200-Tage-Linie. Ein super Einstiegssignal. Wie ist das denn in der Vergangenheit gewesen? Ja, in den vergangenen 20, 30 Jahren führte das immer dann wieder zu einem Absturz. Wir haben einfach jetzt diese enorme Power von Geld- und fiskalpolitischer Seite und ein Herunterfahren der Wirtschaft, wie wir es zuvor nie erlebt haben. Das sind vollkommen neue Zustände, die wir hier haben. Und die gilt es einfach auch entsprechend mit zu berücksichtigen. Und deswegen auch dann dieser ganzheitliche Ansatz, sage ich mal hier, den ich versucht habe, euch hier zu zeigen. Ja, ein klares Fazit daraus abzuleiten, ist halt extrem schwierig. Behaltet die Märkte im Blick. Mit so Discount-Optionsscheinen positioniert man sich nicht nur stur in eine Richtung, sondern kann hier eben auch Seitwärtsbewegungen ausnutzen oder auch die Märkte noch ein bisschen gegen sich laufen lassen. Und dann kommt man trotzdem zur Maximalauszahlung. Das ist, denke ich mal, ein ganz smarter Weg. Aber jetzt hier noch mit neuen Positionen reingehen, erscheint mir in dem Marktumfeld einfach zu riskant, wenn dann nur mit ganz kleinen Positionen, auch nicht stark gehebelt. Denn jetzt auf den wahrscheinlich letzten Metern das noch rausjucken, ist dann doch aus Chance-Risiko-Gesicht ja nicht mehr. Dann kann ich auch ins Casino gehen und auf Rot oder Schwarz setzen. Das ist dann so ungefähr das Gleiche. Dann sollte man lieber die Finger davon lassen. Ja, das ist der Blick auf den Juni und die Finanzmärkte. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann im Juli wieder aussieht, wo wir dann den DAX begrüßen, ob wir vielleicht schon auf Rekord sind. Ich denke es mal nicht.
Aber im Augenblick muss man ja aufpassen, ob jetzt die 11 vorne ist, die 12, die 13. Das geht ja inzwischen sehr, sehr schnell. Wünsche auch euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei und freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, perfekt. Dann sind wir schon wieder fast am Ende und deswegen werde ich ganz kurz mal nochmal die Abschlussfolie auflegen. Ja, Franz Georg, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Es war viel Stoff, den es erstmal gilt zu verdauen. Fragen habe ich gesehen, kannst du ja auch nochmal reinschauen. Haben wir eigentlich größtenteils beantwortet, abgefrühstückt und ja, war wieder ein Rundumschlag wie immer. Hast du super gemacht. Das Lob geht an dich und vor allem nochmal, ja, vielen Dank und eine gute Besserung Danke. mit deinem Problem, was du da gerade hast. Das ist nichts Leichtes. Das hatte ich auch schon vor 2 Jahren. Ist kein Spaß. Ja, wir haben die Punkte hier abgehakt. Deswegen, was erwartet Sie nächste Woche? Da komme ich jetzt kurz drauf zum Sprechen. Ja, nächste Woche steht auf dem Programm der Themenblock fundamentale Marktanalyse, Motto DAX 15.000, Abkopplung von der Realität. Das haben wir so ein bisschen polemisch formuliert. Du hast ja viele Punkte auch geliefert, Franz Georg, wo die Risiken liegen, wo die Chancen liegen, 7-Punkte-Analyse. Da bin ich auf die fundamentalen Hintergrundinfos von Benjamin Feingold gespannt, von Feingold Research. Diesen Part nächste Woche wird mein Kollege Falco Block übernehmen. Er kommt dann frisch vom Börsentag online und übernimmt dann das Webinar am nächsten Montag. Das Stichwort eben nochmal, ich habe es ja nochmal in die Runde geschickt, den Link, wenn Sie sich anmelden möchten, gerne, ist wie gesagt kostenfrei. Ich weiß nicht, wie lange die Anmeldung möglich ist. Bis Freitag weiß ich nicht. Da müssen Sie vielleicht nochmal auf den Link schauen. Den habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, Ihnen danke ich ganz herzlich fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Einschalten. Wir hatten heute wieder eine sehr hohe Teilnehmerrate. Das freut uns sehr. Ja, und deswegen wünschen wir Ihnen einen ruhigen, entspannten Feierabend. Und auch wenn Corona schon etwas weniger, jetzt war die Menschen draußen mit den Masken rumlaufen sehen, wünsche ich Ihnen trotzdem, dass Sie gesund bleiben. Und wünsche Ihnen natürlich auch eine erfolgreiche Handelswoche. Und vielleicht ist der ein oder andere Trade ja heute interessant für Sie gewesen. Wie gesagt, immer selbst die Einschätzung dann nochmal durchführen. Und wir geben Ihnen, wie gesagt, Anregungen. Machen Sie es gut, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.